Also gleiche Ebene 12 wie immer. Wie die letzten beiden Male auch schon. Langweilig. Ich finde, das sollten wir einfach unabhängig von dem Update machen. Wir sollten einfach immer den gewundenen Abgrund zum ersten des Monats umstellen. Vollkommen unzusammenhängend mit dem Update. Ich finde, das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Dass der eigentlich eine komplett eigene Instanz ist. Verstehe ich irgendwie nicht, warum das so gebunden an das Update sein muss. Resettet ja auch am ersten des Monats und nicht immer zum nächsten Update. Das gibt's doch nicht, wieso stirbt der denn nicht, ey? Meine Güte. Das ist meine Hutau C1. C mindestens 2. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Auswendig. Auf jeden Fall mindestens C1, ja. C2 oder C3, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Lustig, ich den kennst du nicht? Mach ich doch. Ich hab's einfach nur ein paar Mal verkackt. Ja, einfach nur schlecht gespielt. Ich benutze halt Hu Tao nie außer im gewundenen Abgrund. Deswegen basically zweimal im Monat. Das ist zwar nicht sehr schwierig, aber wenn man es halt nie macht, dann verkackt man es umso öfter, wenn man es dann halt einmal macht. Boah, das gibt's ja nicht, dieses Mistvieh. Dreckige Mistschlange. Wird die denn eigentlich nicht betäubt? Ich baller doch die ganze Zeit auf die drauf. Das gibt es doch nicht. Wieso bin ich zu blöd, die zu besiegen? Jesus Christ. Dämliches Mistvieh. Ah. Also der dritte Monatssegen in a row, der mir quasi gar nichts bringt, weil ich keine Figuren habe, die aus dem Fall angreifen. Das ist so bescheuert. Das hasse ich so sehr. Was ist los, Big Bro? Let me weave you a verse. Rain outlines your face. Ja, ist schon klar, dass die neuen Chars Angriff aus dem Fall machen. Aber das ist ja quasi der dritte Monatssegen. Also sie übertreiben es halt wieder komplett. Und jetzt kommt ja der Zhao-Rerun. Also einfach das gleiche Banner nochmal. Komplett übertrieben. Bruh. Was kommt jetzt noch? Ach so, jetzt kommt C-Tech. Oh Gott. Hate that guy. Okay.
D-Log ist S-Tier, weil seine Plunge-Attacks so brutal skalieren. Tja. So ist das halt. Also eigentlich gar nicht so bad, wenn manche Charakter aus der Versenkung zurückgeholt werden. Durch neue Figuren. Ain't even bad. Hau rein, Waxot. Gute Nacht. Hey, hey, ist fast mit dem anderen Team wirklich mal probieren sollen. Dann hätten wir es vielleicht beim ersten Durchlauf geschafft. Ich denke nicht, dass das funktioniert hätte. Aber, naja, vielleicht schon. I don't know. Probably nicht. Gut. Nur zwei Sterne, Raum 1 und 2. Ist auch die langweiligste Ebene aller Zeiten. Einfach viermal der gleiche Gegner. Richtig kreativ. Und schon über 9 Minuten, über 9 Minuten, über 9 Minuten, über 9 Minuten. Nice. 902. Scheiße, der hebt ja erst ab. Gotcha.
Das ist auch so lustig, dass du mit zwei kleinen Pfeilen so einen riesigen Drachen immer vom Himmel holen kannst. Einfach sein Kryptonit. Fast schon zu einfach. Na gut. Jetzt wieder die Teams switchen. And try again. Jetzt passt's. Ich wollte schon sagen, weil so viel Leben, ich habe genau das gleiche gemacht wie letztes Mal. Es kann gar nicht sein, dass es so ein krasser Unterschied ist. Ich spiele heute nicht gut, aber so krass schlecht auch wieder nicht. Right now, emerge. Hier geblieben, Freunde der Sonne. Access denied. A sight to behold. Right here. Hier geblieben. Komm schon. Wieso kriege ich denn meine Spezialfähigkeiten nicht? Right here, emerge. I'm always watching. Right here. Emerge. Hold the line. Grow, grow, grow. Okay. So. Bitte mach nicht diese Untergrundkacke. Danke. Okay. Easy geschafft und alle Spezialfähigkeiten. Nein, mach nicht die. Oh, okay. Hätte ich zu früh sagen sollen. Wenn er jetzt diese Untergrundattacke gemacht hat, hätte ich es wieder nicht geschafft. Yikes. Okay, jetzt haben wir alle Spezialfähigkeiten aufgeladen. Und viel mehr Damage. Jetzt nochmal. Und eben Aufladerate plus 20, das hat mich so getriggert. Weil ich das gelesen habe mit der Aufladerate 20 und dachte mir, Yelan, Aufladerate 20? Und hatte trotzdem meine Fähigkeit nicht ready. Und erst dann ist mir aufgefallen, dass Yelan gar nicht im Team ist, sondern Bennett. Dachte mir auch so, Moment mal. Das hat dann irgendwie auch Sinn ergeben, dass es dann nur so kacke war. Dance with me? Wir sind ja nicht bei Dancing with the Stars, amigo. Amiga. Right here.
Nicht, dass ich wüsste. Was heißt eigentlich Bound as One Leg in 99? Das denke ich mir jedes Mal, wenn die das sagt. You good, bro? You good? Nobody knows what you're talking about. You good? Schlaganfall. Wahrscheinlich. So. Dieses vermaledeite Mistvieh. Outlines your fate. Juicy. Da war gerade ein 112k-Crit. Juicy. Bubba. And that's how you do it.